Bitte kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Emily! Lass los! Weg! Shit! 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 Hallo und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Und wir sind halbnackt gefesselt auf dem Stuhl. Ja, welcher Mann mag solche Anblicke nicht? Oder Kevin? Boah, man kann sich dran gewöhnen. Auch hallo von meiner Seite aus. Ja, ich bin heute runtergefahren und habe den Micha besucht und darf heute bei einem seiner Projekte mal live vor der Kamera dabei sein. So seht ihr mich auch mal. Hallo. Hi. Ja, der Kevin, heute mal mit dabei, anstatt immer bloß zu hören, ja. Diesmal auch zu sehen. Also wir drehen uns hier schön im Kreis die ganze Zeit. Und der gute Mike hockt da unten. Aua! Los, los, los! So, dann mit dem Feuerzeug. Ah, jetzt bin ich an Zippo. Aha. Alter, hast du auch gespart? Ja. Oh mein Gott, sei Dank, bist du hier. Okay, geht's dir gut? Puh, ja, wir sind etwas schockiert, oder? Nee, wie bist du da hingekommen? Neugierig, oder? Bist du neugierig? Ja, eigentlich schockiert, aber wie bist du da hingekommen, ja? Ich verstehe nicht, wie bist du hergekommen, hierher zu mir? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Ja, das war's. Er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Man muss schon sagen, das Handtuch hält eigentlich recht robust immer noch an hier dran. Ja. So, was haben wir dann da alles? Wir haben hier die Videokamera. Hey, guck mal, das sieht aus wie bei meiner hier. Auch nicht schlecht. Hinweis entdeckt. Videokamera. Hast du schon einiges gesammelt, muss ich ja gerade mal sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt halt verschiedene Versionen, wie man das ganze Spiel machen kann, und ja, bei jeder anderen Version ist halt andere Hinweise. Entschuldigung. Deswegen, ich werde das Spiel wahrscheinlich noch ein paar Mal spielen. Ich werde ja auch demnächst anfangen. Richtig. Nächste Woche irgendwann wird es geplant sein, sobald mein jetzt laufendes Projekt fertig ist. Oder gucken wir einfach mal, welche Geschichte ich mache. Ich werde ja auch nichts kopieren, sondern einfach mein eigenes Ding machen. Ja, dann nicht. Ja. Musst du denn auch mit Facecam spielen? Das weiß ich noch nicht. Da wird es schwer vor, im Rucksack und immer noch das Handtuch da. Naja. Oh Gott. Bist du sehr schreckhaft? Ja, kommt drauf an. Also ich werde mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal schrecken. Also aktuell geht es eigentlich mit Anspannung, aber ich sind doch jetzt schon einen so ein bisschen mit. Also von spannungsmäßig her. Ich hab gedacht, man kann ja sehr locker dran gehen, aber dem ist nicht so. Hey. Gott, siehst du schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Habe ich mir gerade eben richtig gesehen, dass wenn ich alleine bin, dass der irgendwas uns beobachtet? Wo? Sah Richtung. Was mit Ohren aus? Hund? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um zu kann ich aber auch verguckt haben. Kann auch nur auf dem Schatten gewesen sein. Würdest du mal, Mike? Oh,
glaube, der hat seine Augen gerade woanders. Klar doch. Naja, zumindest haben wir jetzt mal was anderes an. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Praktisch, dass genau die Sachen da waren. Was war das? Ich meine, sie ist auch schon sehr attraktiv, definitiv. Also kein Wunder, dass er nicht weggucken kann. Die Sam ist auch eine meiner Lieblingscharakter, muss ich sagen. Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Was? Okay. Was soll der Scheiß? Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Oh Scheiße! Matt ist tot, falls du das nicht wusstest. Oh, Scheiße! Und du hängst da rum, das ist auch nicht gut. Ja, Mann, wir sind abhängig gerade, ne? Ja, so. Na, am besten nicht das Seil lösen, sonst fällst du in die Tiefe. Ja, irgendwie am besten hochklettern oder irgendwo rumschwingen. Mal gucken, ob sie drauf auf die Idee kommt. Ob sie sich hochbewegen kann. Ich kann ja auf jeden Fall jetzt nicht erstmal hier rumschwingen. Oh, was war das? Nagel im Kopf? Oh, Gott sei Dank. Das ist immer übel, diese Rechtschallenreaktion. Okay. Ja. Jetzt kannst du gut klettern. Shit! Ja. Die Frage ist nur, wie lang. Gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank geht's nicht tief runter. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem gut beeilen. Sehr stabil sieht das ganze Ding nicht aus. Oh. Gerade böses. Aua. Okay, guck bitte weg, komm. Boah, Alter. Da hatten wir gerade noch mal rechtzeitig auf alle Fälle. So, können wir auch spielen? Oh Gott. Das waren 600 Mäuse. Für ihr, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Boah, toll, als würde ich mir jetzt Gedanken über solche Klamotten machen. Ja, wollte gerade sagen. Okay. Sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie gerade sehr uninteressant. Und das Unwichtigste. Aber man muss schon sagen, es ist jetzt so ein bisschen Survival-Training auf Lager, weil kurz mal ein Stecken nehmen, ein Tuch umwickeln und mit Benzin und Fackel könnte nicht jeder machen. Ja, da musst du erstmal drauf kommen auf die Idee. Oh Gott, ich höre was im Hintergrund. Vorne blinkt was. Eine Lore. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich nachher noch eine Runde Achterbahn fahren. Ja. Und wir gehen immer tiefer in die Mine hinein. Ich glaube auch irgendwas und irgendjemand könnte uns gleich folgen. Oder beobachtet uns oder sonst irgendwas. Oh je. So, da geht's auch. Man versucht sich immer ein bisschen darauf einzustellen, dass jetzt in dem Moment was passieren kann, aber man schafft es nicht. Ja. Und wenn du dann denkst, es kommt nichts mehr, dann kommt es. Genau, das ist es. Okay, das ist eine Kette, das bloß in Holz eingewickelt ist. Könnte wiederum aber auch egal sein, wenn wir mit der Lore danach vielleicht runterfahren, dass wir einfach da volle Kanne dagegen knallen und das Ganze sprengt. Ja. Also das Spiel hat schon in der Hinsicht so ein bisschen Realismus. Ja. Deswegen
macht man sich da auch keinen Kopf drüber, ob das jetzt so ist oder nicht. Wir könnten jetzt natürlich die Lore verwenden, aber wir wollen erstmal schauen, was noch hier ist. Das könnte auch irgendwas sein, ja. Totem oder sowas vielleicht? Nee, die liegen eigentlich offen rum. Okay. Oder? Ah, ein Foto. Werkarbeiterfoto. Was haben wir da noch drauf? Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwest-Minen. Dezember 1951. Okay. Okay. Das heißt, der Minenschacht ist schon sehr alt. Ah. Welchem Jahr spielt das Spiel? Neu, 2000 irgendwas, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob da am Anfang jeder, da kann man nämlich sagen, ausrechnen, wie alt der Schacht da ist. Okay, da gibt's nichts mehr. Das heißt, wir müssen mit der Lore. Alter, was ist das? Könnte auch Fledermäuse sein, ich weiß es nicht. Ja. Hey, ich bin mal. Funktioniert genauso. Und ist ungefährlicher, weil das war die der Prämog, der dahinter steht. Ein Aufzug. Und die Ölfackeln oder Öllaternen, die immer noch funktionieren. Wir können einmal hier oder da hinten. Weil kurz was blinkt. Ja, das blinken beide. Ich kann auch in den Aufzug rein. So. Also ich habe das eine jetzt gerade gesehen. Stempeluhr. In and out, Hinweis entdeckt. Stechuhr. Sag ich, Stechuhr, Stempeluhr, ja. Die haben wir auf der Arbeit auch. Auch sowas? Ja. Also okay. Gut, wir kommen mit dem Ausweis und mit dem Chip rein, aber gerade wenn wir mit uns Betriebsversammlung haben, haben wir doch diese Kärtchen, diese gelben. Und da kannst du dich mit der Stechuhr noch alles aufstellen, wenn du gekommen bist. Weißt du, einfach nicht abzukommen. Feuer spielt man nicht. Nee, nicht wirklich. Das Ding noch funktioniert? Okay. Das war mir so klar. Schalte ich das Ding ein. Ja, toll. Da oben ist ein Stromkasten mit Sicherheit. Oh. Schön, wie die Kameraperspektive mir noch weist, wo ich eigentlich hin muss. So ein bisschen, ja. Immer darauf einstellen, dass da noch irgendwo ein bisschen Feuer umbrodelt. Ah, guck mal da. Bringt auch wieder was. Eine Leiter! Ich liebe Leitern, die nach oben führen. Und ich habe keine Ahnung, was uns da oben erwartet. Achso, ich muss klettern. Ich dachte, ich kann mich jetzt unbemerkt am Arm kratzen, aber niemals. Fackel hält auch recht lang, muss ich sagen. Ja. Können wir aber froh sein. Wow. Ach komm. Aua! Fuck! Oh Gott! Aber irgendwie war sowas von klar, dass da sowas ähnliches passieren muss. Irgendwas musste passieren. Das lief zu gut. Ja, aber das ist der Schockeffekt in dem Spiel. Ja, das sind die Jumpscares. Oh Gott. Oh! Boah! Nicht der erste da unten. Ne, so wie es aussieht, nicht, ne. Und das sind keine Tierknochen. Nein, das sind Menschenknochen. Ja. Frage ist, warum? Verlassene Minenarbeiter, die wieder durchgesetzt. Oh Gott, bitte! Gerade Gänsehaut. Gar nicht, nur du. Sag ja, ich hab gedacht, man kann das Spiel so ein bisschen lockerer angehen. Nee. Da wartet doch irgendwas. Wird doch mit Sicherheit ein Tier oder sowas sein. Irgendwas kommt jetzt auf alle Fälle. Und dann kommt nichts. Und dann im anderen Moment kommt doch was. Was ist das? Eine Leiter? Irgend sowas. Abgebrochene Leiter, ja. Aber da fällt ein Licht dran, guck mal. Ja, also gibt's da irgendwo durch raus. Okay, da komme ich nicht lang. Warum blinkt das immer noch?
nichts weiter, oder? Habt ihr irgendwas vergessen? Ja? Ich höre auch nichts. Dann würde ich leider angucken, okay. Ach, jetzt blinkert da und da auch noch was. Okay. Schreck. Ein Helm mit der Lampe? Eine Gruppenlampe, ja. Also würde ich jetzt mal zum Portal gehen. Okay. Da geht's auch. Da hinten geht's auch noch was. Warte mal, bevor wir das aber machen. Da hinten auch noch was? Nee. Natürlich ist da noch was, klar. Ja. Irgendwie eine Truhe. Vielleicht ein Fackel oder so. Oh, ne, ein Foto. Ah, wieder ein Hinweis, sehr schön. Ja. Liebster Billy, komm sicher, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter, Agnes und Louise. Ach, süß. Ein Foto der Familie von dem Bergmann. Oder Agnes und Louise, aber ich denke, das wird eher im Englischen ausgesprochen. Ich glaube auch. Ja, könnte sein, dass der Schacht vielleicht mal eingestürzt ist und die Mitarbeiter da unten irgendwie gestorben sind. Verdammt. Oh, meine Fresse. Ich schüttel's gerade extremst durch. Wir müssen klettern. Die Leiter, die da lag, ist die abgebrochene von da oben. Guck mal, da ist nämlich die Leiter. Ja. Kletter sicher hoch. Naja, ich hab gespringen genommen. Ach, du hast springen genommen? Naja, muss ich bloß immer recht schnell reagieren. Okay. Das ist doch die schnellere Variante, genau. Leider springen oder zur Leiter klettern, beklettern? Kletter. Das ist sicherer. Ja. Ich fürchte, wenn du nicht da hoch springst, Tiefe Sturz und vielleicht irgendwie mal unten der Schädel umknallt. Ja. Ich hoffe, du bist auch so schnell mit reagieren. Wir sehen. Ich habe ja noch nebenbei ein anderes Projekt geplant, wo ich sage, um mich noch ein bisschen von abzulenken. Frage ist nur, was ist da oben, was die ganze Zeit mit dem Flammenwerfer rumspielt? Drache? Weil diese Spannungsaufbau und Musik oder sowas, die tut auch ihr Übriges dabei. Ja, das ist echt die Frage, was ist da oben? Also das Spiel muss ja sehr modern sein, weil du hast ja gesehen, sie hat ein Smartphone in der Hand. Mit Taschenlampe. Ja. Ach komm, bitte. Da passiert jetzt irgendwas. Du willst nicht wissen, wo Matt ist. Schätzchen. Ich glaube, Matt ist jetzt Matt. So, das ist mein Handy. Akku leer, oder Pro? Verfluchte Scheiße! Oh nein! Verfluchter Mist! Da unten gibt keine Steckdose. Nee. Oh! Alter! Komm schon! Weißt du, ich hab mich gerade nicht vor dem erschrocken. Ich hab mich vor dem erschrocken, weil du so laut geschrien hast. Sorry. Ja, bitte, danke. Ah, da ist unsere Fackel, das ist ja schon mal gut. Ach, wir sind quasi wieder zurück. Die Frage ist nur, warum kommt jedes Mal Feuer? Was flampiert da die ganze Zeit? Oder ist es immer nur so ein Schutz, wo der gelegentlich kommt, um Gase abzufangen oder irgendwas? Kann auch theoretisch sein, so eine Lüftung oder sowas. Da halt die Fackel, die in den Weg liegt, und dann halt Feuer abkriegt. Oh mein Gott, endlich funktioniert mal was. So, und jetzt wieder runter. Da hinten wahrscheinlich, ne? Ja. Das Gute ist, wir spielen das Ganze natürlich im Dunkeln. Das ist natürlich immer noch das Lustige an der ganzen Sache. Jupp. So. Jetzt landen wir hinter dem Zaun, bevor noch ein bisschen alles war. Wenn wir nichts machen. Das Spiel, sagt er.
Ja. Das raubt dir den letzten Nerv. Totem. Wir haben einen Totem entdeckt. Die Frage ist, ob ich ein Weißes. Das sehen wir gleich. Fahr, Totem. Okay. Ich weiß nichts Gutes. Das heißt, wir müssen in irgendeinem Gang müssen wir mittig laufen, vermute ich mal. Oder ziemlich weit rechts. Seid ihr fast zu Hause auch? Ja. Das ist Windschatten. Weißt du, was das ist? Was ist das? Das ist die Bathöhle. Komplett Batman. Eben. Ich glaube, hier kommt irgendwas anderes. Ja. Ja, aber da ist steil und glatt und rutschig und du kommst da nicht hoch. Shit. Aber du hast deinen Aufzug aktiviert. Wieder zurück zum Aufzug. Bitte nicht. Da blinkt mir was. Zwei Sachen blinken hier. Einmal da. Ja. Brille. Aha. Tatsächlich. Und liegt zwar nochmal was. Na? Ah, lass mich zu dem Hinweis. Ach, der ist da. Oh, komm, bitte. Was? Ganz genau ein Jahr her. Was soll das bloß? Die haben das Datum da eingraviert, oder? Anna und... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Beth. Beth. Stimmt. Die sind wahrscheinlich da unten gefangen geworden. Und die sind ja gestorben. Ich verstehe den Sinn und Zweck der Geschichte noch nicht. Irgendwas ist doch da. Gott, weil. Ey. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Ja. Ich sag, das Spiel ist schon geil, aber ja. Es ist auch sehr. Hinterhältig. Ja. Aha, kurz sehen wir das. Was ist das? Höhle? Nein, aber das Feuerding. Man sieht aber auch nichts. Alle gerade böses mit dieser Mühle. Ja, das ist eine Wassermühle. Die hat wahrscheinlich irgendwie Strom erzeugt damals oder irgendwie sowas. Das war eigentlich nicht, aber mit ihrer Sache. Was ist das? Ja, das war von der Kette. Von den beiden Mädels. Ach du Scheiße. Hannah. Von Beth. Hey, von Hannah. Beth. Hannahs Medaillon, das wurde geschenkt. Du bist wahrscheinlich von Beth. Oder irgendwie von der Familienmitglied oder so. Was ist das? Komm ich da gar nicht mehr durch? Ah, oh, guck mal. Ne, da ist Sound noch davor. Oh, jetzt ist Sound. Also ich bin da zurück, glaube ich. Durch die Tür, da kommst du nicht durch. Ach doch. Warte mal, Versuch. Ja. Geht ja darum, ob wir vieles halt ausprobieren. Und nochmal was anklicken, um zu gucken, ob da. Ja, oder nochmal zurück oder nochmal doppelt und dreifach untersuchen. Man kann ja was vergessen haben. Richtig, richtig. Das ist ein Schild. So, ein Wegsaufzug.
Die Frage ist, wo zur Hölle sind wir? In irgendeinem verlassenen Bergbau. Was hier irgendwas... Oh, weiß ich... Aufmachen oder nicht aufmachen, ich weiß nicht, was dahinter ist. Die Frage ist halt... Aufmachen. Ja, die andere Sache ist halt, wenn da einer durch will, dann könnte er schon lang durch, weil das Ding hält, glaube ich, nichts mehr auf. Nicht wirklich. Es ist so morsch und mobile. Jo. Gehen wir mal aus, was war denn gerade für die Jahreszahl? 51, 52? 51 war das. Ja, gehen wir raus, dass das Ding mindestens 60 Jahre. Aber wir sind da, wo wir... Ja, guck mal. Wir können den Aufzug betätigen. Ich glaube, wir möchten so schnell wie möglich hier raus. Jo. Genau. Okay, zumindest funktioniert der Aufzug. Komm schon, jetzt mach! Nein! Naja, wir sind auf einer anderen Ebene, ist ja... Oh, fuck. Oh, komm bitte, komm bitte her. Wer zur Hölle ist das? Schlag doch mit dem Stecken auf die... Alter. Wer ist das? Fremder, ja, nee, echt. Boah, scheiße. Nein! Richtig, ich stehe hinter hier irgendwo. Ja, genau, die Krake da rein. Ja, Öl brennt sehr schön. Aber wenn der einen Flammenwerfer hat, dann hat er wahrscheinlich auch Feuerfestigkeit. Und dann ist das der Typ, der das Feuer verursacht hat mit dem Flammenwerfer. Ja, der hat die einen in der Hand. Ja. Die Frage ist. Mit Sicherheit. Perfekt. Ja. Ist, wenn da, ich darf den Controller natürlich dann in solchen Sachen nicht bewegen. Das ist ja so übel. Da muss ich aufpassen. Josh! 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 Oh, wirklich gut! Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist das schön, also nicht wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich bin kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut, ich meine Blut, da war Blut in Massen, falsche Leichen, ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe, nein, alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken, jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Der hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Tja. Jungs! Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt die Fresse! Chris! Bro! Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin?
Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica.